Hallo und herzlich willkommen zurück zu Jedi Knight. Ja, wir sind auf Dromund Kaas. Das Jedi-Holocron ist in Sicherheit, das hat dafür mal gesorgt. Aber Kyle war auf Dromund Kaas und ist verschwunden. Und Mara macht sich doch ein bisschen Sorgen um ihn. Deswegen sind wir hier auf Dromund Kaas gelandet, wo auch Kyle gewesen ist. Dromund Kaas ist ein alter Sith-Planet, kennen viele vielleicht. Oder auch nicht. Ja, und wir haben den Dings. Wir müssen einen Weg finden, die beobachtende Statue des Sumpfes zu umgehen. Die ist hier vorne und da muss ich sagen, habe ich ein bisschen Probleme gehabt, weil ich komme hier nicht vorbei. Kann auch hier auch nichts machen. Meine Waffen funktionieren alle überhaupt nicht. Dann habe ich über Licht gehabt, bis aufs Lichtschwert jedenfalls, ob man da irgendwie hochkommt. Hat aber auch irgendwie nicht so richtig geklappt. Und ja, deswegen habe ich die Aufnahme abgebrochen, weil ich mehr schauen wollte, wie ich vorbeigekommen, wie ich da vorbeikomme. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, die man hat. Ich könnte hier zum Beispiel einfach die Machtüberredung, dieses Teil hier benutzen, um durchzukommen. Aber ich glaube, man kann auch eine andere Fähigkeit. Ich glaube, das hier, eine Fähigkeit, um sich unsichtbar zu machen. Ich glaube, das könnte die hier gewesen sein. Bin aber nicht hundertprozentig sicher. Kann man zum Beispiel verwenden, um sich durchzukommen. Allerdings, in diesem Fall machen wir jetzt einfach das und wir haben sie überredet, uns durchzulassen. Genial, oder? Und da habe ich ungefähr 7 Minuten gebraucht, bis ich das aufgegeben habe und nachgeschaut habe. Naja, gut. So, suche den dunklen Baum und finde einen Weg durch die ruinierten Vorposten des Sith-Tempels. So, und wie gesagt, wir haben nur unser Lichtschwert hier. Und, oh, diese Viecher kennen wir doch. Hier sieht man mal wieder gar nichts. Ein Glück haben wir dieses Sicht hier. Gut. Speichern wir mal. Ein wirklicher Planet, der mir nicht gefällt. Wo geht's denn hier hin? Da geht's nirgends lang, oder? Nee, das ist einfach nur ein Loch. Anscheinend, aus dem ich jetzt auch nicht mehr rauskomme. Na toll. Ich komme hier tatsächlich nicht mehr raus. Naja, doch, mit Geschwindigkeit, je nachdem. Naja, es ist zu spät. Okay, da muss man ein bisschen aufpassen. Oh Mann, ich hasse diesen Planeten jetzt schon. So, gut. Da nicht durch. Wieso komme ich da nicht durch? Ich meine, da runter wollen wir definitiv nicht. Das haben wir ja eben gesehen. Aber. Ja, man muss es mehrmals benutzen. Okay. Okay. Ein Glück habe ich diese Fähigkeit hier gesteigert. Oh Mann, oh Mann. Was sind das für Geräusche? Was? Meine Macht geht irgendwie hier immer wieder aus. Hier lang. Kann ich da nichts machen? Okay.
Weiß nicht, ob das jetzt was gebracht hat oder nicht. Das war, glaube ich, jetzt sogar ein Geheimnis, oder? Hui, wir haben ein Geheimnis gefunden. Yay. Lassen wir es mal so. So. Und das scheint irgendwie so ein Machtfresser zu sein, der mir verhindert, dass wir unsere Macht einsetzen können. So, sehr schön. Speichern wir mal und dann geht's hier weiter. Mara mag den Sumpf nicht und ich mag ihn auch nicht. Ach, sind zwei? Verflucht. Verfluchte Schande. So, so weit, so gut. Okay, dann haben wir auch dies alles geschafft. Warum hier unsere Waffen nicht funktionieren, verstehe ich allerdings nicht. Ist ja echt blöd. Aua. So, gut. Dann bleibt uns wohl nichts anderes übrig als... Oder kommen wir doch irgendwie hoch? Mit Machtsprung vielleicht? Da oben scheint irgendwas zu sein. Ein geheimes Gebiet und eine Machtwelle. Wie genial. Speichern wir mal und... Schauen uns weiter um. Forscher-Rucksack gefunden. Immer gut. Ja? Und jetzt fliehst du wieder. Blödes Vieh. Oh. Und was sehen meine Augen da? Es hat ganz schön reingezogen. Jetzt warten wir mal, bis das Vieh da noch kommt. So. Perfekt. Wieder 100 Dings. Also, dass wir auf Heilskill gegangen sind, war auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Idee. So, und jetzt weiß ich nicht mehr, wo war. Ne, da kam mal her. Jetzt können wir entweder da oben irgendwie müssen wir lang oder wir bleiben hier unten. Wahrscheinlich bleiben wir hier unten. Okay, danach müssen wir mal wieder Dings aufladen gehen. Beziehungsweise wir nehmen das hier mit. Perfekt, dann können wir doch bestimmt... Nee, immer noch nicht genug Macht. So. Wusste ich doch, dass da eine Pflanze ist, die uns nichts Gutes will. Müssen wir wahrscheinlich da wieder lang gehen. Na gut.
Machtsicht und weiter geht's. Ah! Kyles Shuttle. Ja, okay, also Tempel finden, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe. Okay, Kyles Shuttle haben wir also gefunden. Sehr gut. So, erstmal wieder hier volles Dings. Sehr gut. Und, ja. Das war jetzt nicht so toll. Aber okay, es hat uns auch nicht so viel gekostet. Nun gut. Unsere Ziele sind jetzt... Ah, genau. Immer noch diesen dunklen Baum finden und den Vorposten des Sith-Tempels finden. Alles klar. Das sind wieder Gegner. Ich lass mal die hier, den Dinger hier mal rankommen. Okay. Da hinten geht's auch weiter. Autsch. Kann man da nur so sagen. Aber gut. Speichern wir nochmal und danach haben wir hier ja auch nochmal zwei Gegner. Mist. Glaube ich. So, das warst du und ich glaube, das ist wahrscheinlich der Tempel. Kann das sein? Ohohoho. Wow, 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 wow. Da wollte ich jetzt nicht runter. Wer weiß, was da alles passiert wäre. Vor allem mit diesen Stromdingern da oben. Naja, gut. Gehen wir mal weiter. Es sei denn, das wäre sogar der richtige Weg gewesen darunter, aber ich glaube das nicht. Ist da wieder so eine Statue? Okay. Müssen wir mit den Dinger hier irgendwie was machen? Ne, können wir aber auch gar nicht. Na ja, gut. Gehen wir mal weiter. Oder auch nicht. Na, bleib doch hier. Ich will doch nur mit dir spielen. Das ist der alte Baum, schätze ich mal, oder? Könnte das der alte Baum sein? Also ich könnte mir es gut vorstellen. Das sieht jedenfalls nach so einem Baum aus. So einen, wo wir finden sollen. So, da kommt er wieder. Und flieht wieder weg. Ne? Gut. So. Jetzt fühle ich mich doch um einiges sicherer. So, was sollten wir da machen? Also, dunklen Baum finden und einen Weg durch die ruinierten... Okay. Alles klar. Also, ich könnte mir vorstellen, dass das der Baum ist. Aber wenn das der Baum ist... Wie geht's dann hier weiter? Hm.
Eine gute Frage. Ich glaube, da ist es da doch bestimmt was mit dem hier zu tun. Können wir noch mal. Nein. Auch einfach draufhauen bringt auch nichts. Könnte es nicht sein? Ne, da hoch kommen wir auch nicht. Dass wir hier doch falsch sind? Und dieser Weg da unten der richtige gewesen ist? Ich probiere es mal aus, aber ehrlich gesagt, ich glaube jetzt nicht so dran. Ne, das sieht auch wieder aus, als ob... als ob da was wäre. Nee, das sieht nicht danach aus. Alles klar. Also ist das hier doch der richtige Dings. Okay. Wir haben wieder ein kleines Rätsel vor uns. Wie kommen wir hier weiter? Ich kann mir nicht vorstellen. Dass wir hier irgendwie springen müssen oder sonst irgendwas. Ah, warte mal. Vielleicht mit dem Machtgriff. Nee, können wir auch nichts machen. Macht Schutz, ist zwar cool. Bringt uns hier aber, glaube ich, nicht weiter. Macht Weitsicht. Das wäre interessant gewesen. Jetzt haben wir aber kein Dings mehr. Ja. Gute Frage. Ich finde hier gerade keinen Weg. Nach oben finde ich jetzt keinen Weg. Ja, genau. Jetzt können wir mal die Weitsicht nochmal reinmachen. Nee, das sieht nicht danach aus. Hier. Nö. Also ich glaube, das muss hier mit irgendwas zu tun haben. Die Frage ist aber genau, was, wie, wo, weil sonst kommen wir ja nirgends hin. Da, wo wir vorhin gewesen sind, da sind wir auch nicht weitergekommen. Naja, gut. Ich würde sagen, dann machen wir hier Schluss und in der nächsten Folge weiter. Vielleicht finden wir da den Weg dann. Dann sage ich mal, vielen Dank fürs Anschauen. Macht's gut und bis zur nächsten Folge. Tschüss.